Hallo meine Lieben, heute gibt es Yoga für jedermann und jede Frau. Schnörkellos und sehr einfach. Wenn ihr Lust dazu habt, dann bleibt dran. Namaste. Willkommen zu einer neuen Yoga-Sequenz für jedermann und jede Frau. Diese klassische Einteilung für Beginner und Mittelstufe und ist sowieso sehr schwierig. Manchmal meint man, man gehört zu den Fortgeschrittenen und dann klappt ein Asana der Mittelstufe nicht und dann ist man traurig. Von daher finde ich, Yoga ist etwas für alle und alle sollten auch in der Lage sein, das auszuführen und in den Genuss, in die Wirkungen von Yoga. Wir beginnen heute im Sitzen. Findet einen angenehmen Sitz. Das kann ein Langsitz sein, das kann ein Fersensitz sein, das kann auch ein Kissen sein. So dass ihr einen kleinen Moment sitzen könnt mit aufgerichtetem Rücken. Nehmt Daumen und Zeigefinger zusammen, legt die Handrücken auf den Oberschenkeln ab und dann schließt für einen Moment die Augen. Kommt an. Kommt an in dem Raum, in dem ihr Yoga übt. Kommt an beim Yoga selbst. Und kommt an bei euch. Nehmt wahr, was ist jetzt in diesem Moment? Nehmt eure Stimmung wahr, eure Gefühle, eure Gedanken. Bewertet nichts, nehmt einfach nur wahr. Spürt die Aufrichtung eurer Wirbelsäule. Nehmt wahr, wie leicht oder wie schwer es euch fällt, den Rücken ganz gerade zu halten. Spürt den Kontakt eures Körpers zu Boden. Und dann geht mit eurer Aufmerksamkeit auch zu eurem Atem. Wie empfindet ihr euren Atem? Gleichmäßig, ruhig, fließend. Und dann nehmt einen tiefen Atemzug, löst euch von allen Beobachtungen, öffnet wieder die Augen und seid wieder ganz in hier und jetzt. Wir wollen die Sequenz beginnen mit einer Atemtechnik, mit einem Pranayama. Das heißt, genauer genommen ist es ein Reinigungsatem, Kapalabhati. Haben wir in früheren Videos schon mal geübt. Und zwar ist es so, als hättet ihr einen Fussel in der Nase und den wollt ihr loswerden. Und macht einfach so einen kurzen Schnaufer durch die Nase. Und der Einatmen, der folgt von ganz allein. Also da müsst ihr euch gar nicht drum kümmern. Wir konzentrieren uns nur auf den Ausatmen. Und dabei ziehen wir die Bauchdecke mit Muskelkraft kräftig nach innen. Und das wollen wir in 3 Runden machen. Bei der ersten Runde nehmen wir 10 Atemzüge, bei der zweiten 20 und bei der dritten 30. Der Körper, die Schultern sollten möglichst sich nicht mitbewegen. So ganz leicht bewegen sie sich natürlich mit, aber keine großen Bewegungen. Okay, also denkt an den Fussel in der Nase, den wir loswerden wollen und zieht dabei kräftig die Bauchdecke nach innen. 10 Atemzüge. Normal atmen.
die zweite Runde 20 Atemzüge. Und wieder ein paar normale Atemzüge. Und dann die dritte und letzte Runde, 30 Atemstöße. Die Lungen halb füllen und tief atmen. Ausatmen, die Lunge noch einmal halb füllen und die Luft für einen kleinen Moment anhalten. Und wieder los. So, dann, wenn ihr ein Sitzkissen benutzt habt, könnt ihr das zur Seite legen. Wir beginnen in der Yoga Mudra mit einer kleinen Abfolge mit eine Atemlenkung entsprechend der Bewegung. Und wir wollen dabei ein Mantra zitieren, das heißt Soham. Ich bin er bin ich oder einfach nur ich bin. Wir beginnen in der Yoga Mudra. Atmen ein und kommen in den Fersenstand und sagen oder denken so. Und Ham gehen wir wieder in die Yoga Mudra. Dann richten wir den Oberkörper auf, kommen in den Vierfüßlerstand, atmen ein. Und mit So Ham gehen wir zurück in die Yoga Mudra. Wir atmen ein, kommen wieder in den Fersenstand. So, Arme halb senken, Ham wieder Yoga Mudra. Einatmen in den Vierfüßlerstand, ausatmen so haben in die Yoga Mudra. Wieder nach oben, ein letztes Mal. Einatmen, Arme halb senken, so haben. Einatmen, Vierfüßlerstand und mit so haben zurück in die Yoga Mudra. Einen Augenblick hier verweilen. Und dann langsam wieder aufrichten. Und wir machen weiter im Vierfüßlerstand. Und zwar wechseln wir zwischen Katzenbuckel und Pferde. Wir atmen aus, machen den Rücken ganz rund. Einatmen, durchhängen lassen, Kopf heben. Nochmal, ausatmen. Und einatmen, hängen lassen. Wir finden eine neutrale Position für den Rücken, so dass ihr das Gefühl habt, der Rücken ist gerade. Und jetzt wollen wir aus dem Vierfüßlerstand heraus das linke Bein nach hinten strecken und auch den rechten Arm nach vorne. Wir machen den Bauch so ein ganz bisschen fest, strecken dann das linke Bein nach hinten und den rechten Arm nach vorne. Und Knie und Hand wieder absetzen. Ich glaube, ich muss noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und das gleiche machen wir mit dem rechten Bein und dem linken Arm. Und wieder absetzen. Wir wechseln nochmal zur anderen Seite, rechter Arm und linke Bein. Und jetzt treffen sich unter unserem Körper Ellenbogen und Knie. Wir atmen aus. Einatmen, wieder strecken. Und nochmal ausatmen. Einatmen, strecken. Und ein drittes Mal. Und wir setzen Hand und Knie wieder und machen einen Katzenbuckel. Und wieder gerade ziehen, dass ihr das Gefühl habt, der Rücken ist gerade. Bauch wieder etwas auf Spannung, wir heben das rechte Bein und den linken Arm. Und unter unserem Körper treffen sich wieder
Ellenbogen und Knie. Einatmen, strecken. Ausatmen, schaffen. Einmal noch. Und Hand und Knie absetzen und Katzenbuckel. Und fertig. Den Rücken wieder gerade ziehen. Wir stellen die Füße auf die Fußspitzen und wir wollen in die kleine kraftvolle Haltung kommen. Das heißt, wir ziehen den Bauchnabel nach innen, Bauchspannung und lösen die Knie ein paar Zentimeter vom Boden. Die Hände drücken kräftig in die Matte. Füße auf Zehenspitzen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und dann die Knie sinken lassen, die Fußrücken wieder auflegen. Und dann wollen wir jetzt unsere Flanken dehnen, aus dem Vierfüßlerstand heraus. Und zwar schieben wir jetzt den rechten Arm ganz weit nach vorne, beugen den linken Arm, dehnen die rechte Seite und wollen diese Dehnung jetzt noch verstärken, indem wir die rechte Hand vor die linke setzen. Atme tief in die rechte Flanke. Und dann langsam zurückkommen und wir wechseln. Wir schieben den linken Arm weit nach vorne, beugen den rechten Arm. Und verstärken wieder, indem wir die linke Hand vor die rechte ziehen. Atmen in die linke Seite. Zurück, kommen wieder in den Vierfüßlerstand, in einen Katzenbuckel. Und ziehen den Rücken wieder gerade. Und wir kommen in den herabschauenden Hund, indem wir die Fußspitzen aufstellen, die Knie vom Boden lösen. Und dann erst einmal den Rücken strecken, die Hände schieben kräftig in den Boden. Und dann senken wir abwechselnd eine Ferse. Wir heben wieder beide Fersen. Entweder laufen wir jetzt mit den Füßen zu unseren Händen. Wer mag, kann auch die Beine beugen. Und so einen kleinen Sprung machen und langsam nach oben aufrollen. Und die Schultern ein paar Mal zurückkreisen. Und dann wollen wir eine kleine Übung machen, die mich also fasziniert hat. Und zwar geht es um die Dehnung der Beinrückseiten. Dazu machen wir vorher einen kleinen Test. Indem wir uns jetzt einfach, wir sind ja noch nicht sehr lang, einfach nach vorne beugen und gucken, wie weit unsere Fingerspitzen Richtung Boden geführt werden können. Einfach sinken lassen, ohne jetzt groß sich anzustrengen. Einfach gucken, wie weit geht das. Und dann langsam wieder aufrollen. Jetzt kennen wir unsere Ausgangsposition und jetzt kommt diese einfache Übung. Und zwar legen wir die rechte Hand auf unseren Bauch und den linken Handrücken auf unseren unteren Rücken. Wir öffnen die Beine ein bisschen mehr als hüftbreit und wollen jetzt den Oberkörper gerade nach vorne neigen. Und wieder heben. Das machen wir ein paar Mal. Dann richten wir uns wieder auf und jetzt kommt der Test, ob sich etwas verändert hat. Lassen wir uns wieder langsam
unten gleiten. Und ich denke, man kann es spüren. Okay, wir machen weiter in der Grätsche. Atmen ein, strecken die Arme. Ausatmen, neigen wir uns nach links. Der linke Arm schiebt nach rechts und der rechte Arm hier oben nach links. Komm, einatmen wieder zur Mitte. Aus, in die andere Richtung. Das machen wir ein paar Mal. Dann kommen wir zur Mitte zurück. Nehmen die Arme in die sogenannte Katzenleuchterhaltung, die Handflächenseiten zueinander und wir drehen den Oberkörper. Ganz sanft. Einatmen nach vorne kommen, ausatmen. Dann bleiben wir in der Mitte, strecken die Arme wieder aus, öffnen die Füße noch ein bisschen weiter. Arme bleiben auf Schulterhöhe und wir beugen den Oberkörper gerade nach vorne. Scheitel zieht nach vorne, die Fingerspitzen zur Seite und Steißbein nach hinten. Dann bringen wir die rechte Hand vor uns auf die Matte und heben den linken Arm an. Öffnen wieder die Arme in die Seithalte. Die linke Hand kommt nach vorne und der rechte Arm nach oben. Und beide Hände auf die Matte. Wir nehmen jetzt beide Hände zu den Fußgelenken und ziehen uns zwischen unsere Beine. Langsam den Oberkörper etwas aufrichten, die Hände lösen, die Finger hinter dem Rücken verschränken, die Arme strecken, Oberkörper wieder absenken und die Arme Richtung Kopf fallen lassen. Soweit wie es jetzt die Schultern zulassen, einfach loslassen im Nacken, in den Schultern. Und dann die Arme langsam sinken lassen, die Hände wieder vor uns auf die Matte setzen und die Grätsche noch ein bisschen weiter öffnen. Und wir wollen mal versuchen, indem wir unsere Oberarme fassen, ob wir die Unterarme vor uns auf der Matte ablegen können. Wenn nicht, ist das nicht schlimm, dann lassen wir sie einfach schweben. Und dann setzen wir die Hände auf, rutscht mit den Füßen etwas weiter zusammen, so dass ihr euch ganz bequem wieder nach oben aufrollen könnt. Und dann schüttelt die Beine aus. Und dann wollen wir unser nächstes Asana in Angriff nehmen. Und zwar ist das das Dreieck. Wir gehen wieder in die Grätsche. Drehen jetzt den rechten Fuß nach rechts, sodass unsere rechte Ferse ungefähr mittig zum linken Fußgewölbe zeigt. Müsst auch ausprobieren, wie weit ihr die Beine öffnet. Dann nehmen wir die Arme auf Schulterhöhe und jetzt ziehen wir uns einmal mit dem Oberkörper nach rechts und lassen dann den Oberkörper zur Seite kippen. Die rechte Hand landet auf dem rechten Bein und der linke Arm zeigt nach oben und unser Blick geht zur linken Hand. Dann lösen wir die rechte Hand, richten uns wieder auf, lassen die Arme sinken. Der rechte Fuß dreht wieder nach vorne und der linke dreht nach außen. Und wir wechseln zur linken Seite. Ziehen uns wieder nach links, lassen den Oberkörper sanft kippen. Linke Hand landet irgendwo auf dem Schienbein des linken Beines und unser Blick geht zur rechten Hand. Wir lösen die linke Hand wieder
richten uns langsam auf, lassen die Arme sinken und einmal kurz die Beine auslockern. Wir wollen jetzt in die Froschhaltung kommen und aus der Froschhaltung heraus wieder den herabschauenden Hund entwickeln. Und zwar sind die Großzehenballen zusammen und die Knie offen. Und wir strecken die Arme nach vorne, die Stirn geht auf den Boden. Wir machen den Rücken ganz lang. Dann heben wir den Oberkörper an und die Hände ziehen jetzt ein bisschen näher Richtung Knie. Wir setzen die Fußspitzen auf und kommen in den herabschauenden Hund. Jetzt ist die Entfernung zwischen Händen und Füßen etwas kleiner, sodass wir mit der linken Hand jetzt zum rechten Fußgelenk greifen können. Und unser Blick geht unter unserem rechten Arm hindurch zur Seite. Und dann wechseln wir. Die rechte Hand geht zum linken Fußgelenk und wir schauen unter unserem linken Arm hindurch zur Seite. Und wieder lösen. Wir kommen vom herabschauenden Hund, nachdem wir uns noch einmal ordentlich gestreckt haben, wieder in den Vierfüßlerstand. Und vom Vierfüßlerstand wieder in den Katzenbuckel. Und wir lassen uns noch einmal hängen und setzen uns hin. Wenn es geht, in einen lockeren Schneidersitz. Wenn das Probleme bereitet, könnt ihr auch die Beine ausstrecken. Wir wollen mit dem Oberkörper kreisen. So viel Kreise. Und zwar könnt ihr die Hände hinter dem Rücken aufstützen. Und dann lassen wir ganz langsam das Kreisen beginnen. Und ihr dürft alle Bewegungen machen, die euch gut tun. Wenn ihr also nach vorne kommt, darf der Rücken gerne rund sein. Wenn ihr nach hinten geht, dürft ihr ihn strecken. Spürt in eurem Körper, was er jetzt möchte, was euch angenehm ist. Und noch die Kreise größer machen. Und dann wechseln wir die Richtung. Und nochmal die Richtung wechseln. Bin wieder kleiner mit den Kreisen. Und kommen in der Mitte zur Ruhe. Wir wollen jetzt einen ganz einfachen Drehsitz machen, indem wir unser Brustbein immer über dem Kinn lassen. Also wir drehen uns nicht weiter mit dem Kopf. Der Kopf ist vielleicht da hinten und unser Brustbein ist noch hier vorne. Sondern Brustbein und Kinn sollen auf einer Linie bleiben. Wir nehmen die rechte Hand zum linken Knie und der linke Arm geht nach hinten hinter den Körper. Und unser Fokus liegt auf dem Brustbein. Das Brustbein dreht nach links und unser Kinn bleibt über dem Brustbein. Augen bleiben. Und langsam zurückkommen und wir wechseln. Linke Hand zum rechten Knie, rechte Hand setzt wieder hinter dem Körper auf. Nochmal die Wirbelsäule strecken und wieder das Brustbein dreht und unser Kopf bleibt über dem Brustbein. Und langsam zurückkommen. Und noch einmal ganz locker nach links und rechts schwingen. Okay, dann, wenn ihr noch nicht in der Grätsche seid, dann öffnet die Beine in eine Grätsche.
Zieht die Gesäßhälfte nach hinten, dass ihr die Sitzbeinhöcker spüren könnt und flext die Füße. Wir strecken beide Arme nach oben, atmen ein. Ausatmen, drehen wir den Oberkörper etwas nach rechts und legen uns über das rechte Bein. Stirn bewegt sich Richtung rechtes Knie, soweit es geht. Einatmen, richten wir uns wieder auf, ziehen uns nochmal lang. Ausatmen, drehen wir uns nach links und legen uns über das linke Bein. Einatmen, wieder strecken, nochmal langziehen und die Arme über die Seiten sinken. Wir bleiben im Sitzen und wollen jetzt ein Boot in etwas andere Ausführung machen, und zwar ein bewegtes Boot. Ihr kennt alle das Boot, Brustbein gehoben, Rücken gerade, Beine gestreckt, und wir wollen jetzt aber die Beine bewegen und auch die Arme bewegen. Aber den Rücken gerade lassen und das Brustbein gehoben. Also ruhig so ein bisschen hin und her zappeln, ohne die Rückenstreckung zu verlieren. Okay, dann zieht man die Beine angelegt. Ja? Kleine Pause. Rücken bleibt gerade. Dann kommen wir einmal kurz in das normale Boot. Und jetzt wollen wir in ein kleines Boot kommen und wieder hochkommen, in ein Low-Boot, ein tiefes Boot. Und noch einmal. Okay, und die Beine aufstellen, Kutscherhaltung, Arme rund machen, in den Rücken atmen. Und langsam wieder auf. Wir kommen in die Bauchlage. Legen einmal die Hände übereinander, die Stirn auf die Hände. Die Fußspitzen sind aufgestellt und unser Schambein drücken wir in die Matte. Und wir kommen in die halbe Heuschrecke, indem wir das linke Bein gestreckt etwas anheben. Und wieder senken. Das gleiche mit dem rechten Bein. Und senken. Beide Beine gleichzeitig. Schambein in den Boden drücken. Und absetzen. Jetzt wollen wir unsere Handflächen unter die Leisten schieben und mit Hilfe unserer Hände die Beine ein kleines Stückchen höher heben. Kopf schwebt über den Boden. Und wieder ab. Wir strecken unsere Arme nach vorne. Stellen die Hände auf die Handkanten, Füße auf die Fußspitzen. Und wir wollen jetzt gleichzeitig beide Arme und beide Beine kurz anheben. Atem fließt. Und ab. Durchatmen. Und wir schieben uns einmal zurück in die Yoga Mudra. Lenken den Atem in den Rücken. Und richten uns langsam wieder auf und kommen in die Rückenlage. Stellt die Beine angewinkelt auf, Füße, Fersen, Zehen zum Gesäß und wir rollen unser Becken ein paar Mal vor und zurück, hier als Vorbereitung für die Schulterbrücke. Und dann schauen wir wieder, ob wir genug Platz nach hinten haben für gestreckte Arme
Und dann kommen wir dreimal dynamisch in die Schulterbrücke. Also, Fersen ziehen zum Po. Wir drücken mit den Füßen kräftig in den Boden. Spannen den Bauch, heben das Gesäß, heben die Arme. Und wenn unser Körper oben ist, sind auch die Arme hinten abgelegt. Und ausatmen den gleichen Weg zurück. Rücken abrollen. Gesäß wieder ablegen. Arme liegen neben dem Körper. Wir machen das noch zweimal. Und wieder lösen. Jetzt wollen wir den rechten Unterschenkel auf den linken Oberschenkel ablegen. Die Arme jetzt neben dem Körper liegen lassen. Der linke Fuß drückt in den Boden und wir kommen in die Schulterbrücke. Die Hände können so ein bisschen mithelfen, die Arme drücken. Und wir heben unser Gesäß so weit an wie möglich. Und langsam wieder nach unten kommen und Bein wechseln. Rechter Fuß drückt und wir rollen uns nach oben auf. Hände, Arme, Schultern drücken in den Boden. Und langsam wieder senken. Und wir ziehen die Oberschenkel auf den Bauch, Hände auf die Knie und schließen auf Anasana an. Ausatmen, Oberschenkel ganz dicht zum Bauch. Einatmen, am Strecken, Knie nach vorne schieben. Und wir lassen die Oberschenkel auf dem Bauch und umfassen unsere Schienbeine, bleiben in der Dehnung. Dann lösen wir die Arme wieder, lassen die Füße auf den Boden kommen, legen die Fußsohlen zusammen und lassen die Knie locker nach außen sinken. Die Arme etwas vom Körper entfernt, Handflächen zeigen nach oben. Wenn ihr das Gefühl habt, ein Bein ist höher als das andere, dann drückt nochmal ganz fest die Fußsohlen zusammen, sodass sich vielleicht der untere Rücken vom Boden löst und lasst wieder locker. Wir wollen hier einen kleinen Moment in dieser Position bleiben. Versucht mit jeder Ausatmung, um ein bisschen mehr loszulassen. Auf den beiden Innenseiten, im unteren Rücken. Schließt ganz langsam die Knie wieder. Nehmt die Arme etwas höher auf Schulterhöhe. Nehmt die Füße, die Oberschenkel eng zusammen für ein Krokodil. Wir lassen ausatmen, die Beine nach rechts sinken und unser Kopf dreht nach links, wenn der Nacken okay ist. Wenn nicht, dann lasst den Blick einfach nach oben gerichtet. Wir machen das zunächst im Atemrhythmus. Einatmen. Kommen wieder zur Mitte, ausatmen wie die Beine nach links und der Kopf nach rechts. Einatmen, wieder mittig ausrichten, ausatmen, wechseln.
Oberarm wie zur Mitte zurück. Strecken das linke Bein und setzen den rechten Fuß auf dem linken Knie locker ab. Wir wollen das rechte Bein nach links sinken lassen und ihr könnt eure linke Hand damit zur Hilfe nehmen und ganz vorsichtig die Dehnung verstärken. Unser Blick geht zur rechten Hand. Die rechte Schulter sollte auf dem Boden bleiben. Atmen in die rechte Seite. Und langsam lösen. Das rechte Bein strecken, das linke beugen, den linken Fuß auf dem rechten Knie ablegen und eventuell mit der rechten Hand ganz vorsichtig die Dehnung verstärken und der Blick geht wieder nach links. Wir atmen in die linke Seite. Ganz langsam wieder zurückkommen, auf den Rücken rollen. Und jetzt ziehen nochmal die Beine, die Oberschenkel heran, legen die Hände auf beide Knie und kreisen die Knie, dass ihr mit dem unteren Rücken auf der Matte Kreise malen könnt. Und wir wechseln die Richtung. In der Mitte an, lassen die Hände, lassen die Füße auf den Boden kommen. Und wir strecken die Beine aus, lassen die Fußspitzen entspannt nach außen fallen können. Die Beine in eine leichte Grätsche öffnen und die Arme liegen neben dem Körper zunächst zumindest. Wir wollen dann noch eine kleine Atemtechnik machen. Ich zeige das einmal kurz. Wir wollen die Hände ganz locker auf das Gesicht legen, sodass die Nase frei bleibt. Einatmen und ausatmen wollen wir mit den Handkanten die Nasengänge etwas verengen, aber so, dass ihr immer noch gut ausatmen könnt, nur dass der Ausatmen länger wird. So ähnlich wie die Lippenbremse machen wir das jetzt mit der Nase. Okay, aber erst einmal bleibt in Shavasana, lasst die Arme noch gestreckt, schließt die Augen. Spürt den Kontakt zum Boden. Vielleicht wandert ihr nochmal gedanklich durch den ganzen Körper, von den Füßen über die Beine, Beckenbereich, Rumpf, Arme, Schultern bis zum Kopf und registriert alles, was in eure Wahrnehmung kommt, ohne es zu bewerten. Nehmt euren Atem wahr. Vielleicht hat sich was verändert zum Beginn der Stunde bis jetzt. Und dann wollen wir unsere Hände ganz locker auf unser Gesicht legen. Die Nase bleibt frei. Wir atmen ein und ausatmen ganz sanft mit unseren Handkanten. Die Nase ein klein wenig verengen, aber so, dass ihr noch gut ausatmen könnt. Dann wieder öffnen, einatmen, etwas verengen und ausatmen. Wieder öffnen. Macht es in eurem Atemrhythmus so, dass es für euch angenehm ist. Und dass ihr auch spüren könnt, dass der Ausatmen verlängert ist.
Dann macht es ein letztes Mal. Und löst die Hände wieder vom Gesicht. Legt die Arme wieder neben dem Körper ab. Handflächen nach oben zeigen. Spürt nach. Spürt auch einmal in euren Stirnraum, was eure Gedanken so treiben. Sind sie vielleicht ruhiger geworden? Oder müsst ihr vielleicht gerade gar nicht denken? Entspannt die Stirn, die Augenlider, die Wangen. Lasst Ober- und Unterkiefer ganz locker aufeinander liegen. Auch die Zunge liegt ganz gelöst im Mundraum. Und vertieft den Atem wieder. Aktiviert euren Körper, indem ihr Hände und Füße bewegt und Arme und Beine. Vielleicht mögt ihr euch nochmal rekeln, recken und strecken. Noch einmal tief atmen. Und wenn ihr soweit seid, dann kommt ganz langsam wieder zum Sitzen. Wir sind am Ende unserer Sequenz. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir